Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video vom Ringlicht. Das werden wir uns jetzt mal hardwaremäßig angucken. Ich habe mich jetzt auch noch mal schlau gemacht, weil das Ringlicht hat ja leider nur eine Handyhalterung und dann halt hier so einen Blitzschuh. So nennt sich das da. Kennt ihr von Kameras, wo man Licht oder Blitz oder Mikrofon ranstecken kann? Ja. Nur so ein Ding hat es. Ich werde es aber erstmal hier befestigen. Und da habe ich geguckt, es gibt einen Adapter dafür. Der kostet roundabout, ich habe ihn gesehen, für 11 und für 9, also 11,99 und 9,99. Da jetzt nochmal investieren, weiß ich nicht. Aber wir machen mal erstmal, bevor wir das machen, machen wir den Schwanenhals erstmal dran. Da bin ich neugieriger drauf, weil da befürchte ich was. Also der ist sehr, sehr dick und ja, robust und lässt sich nicht so leicht biegen. Also man muss schon ein bisschen Kraft aufwenden. Aber ich befürchte trotzdem was. Und das will ich mir jetzt noch mal vorher angucken, bevor ich das mit euch weitermache. So. Weil der Ringlicht ja schon ein bisschen Gewicht hat. Oh. Okay, so, ich beuge das jetzt. Also ihr seht das jetzt. Wartet mal, ich mach mal so. Ja. Jetzt habe ich einfach nur das Stativ bewegt und jetzt geht's runter. Ohne dass ich was mache. Habe ich mir fast gedacht, dass wir das praktisch. So. Mach mal hier das Stativ fest, so. Klappt sich gerade ein bisschen zusammen mit Stativ. So. Schraub mal die Schraube fest. Dann sollte das auch fest sein. So. Und zwar können wir das jetzt praktisch. Ja. Wir können es leicht biegen. Und ab da, seht ihr, geht es weiter automatisch runter. Wir können jetzt praktisch, wenn wir das so haben wollen, ja, geht nicht. Also bis zu einer gewissen Schräge geht es, ohne dass es weiter runter geht. Ab einer gewissen hält der Schwanenhals der Ringlicht nicht mehr auf. Ja. Und jetzt kippt es halt so ein bisschen nach vorne, weil das Stativ falsch steht. So, wir können das jetzt natürlich so anhöhen. Und dann sinkt er trotzdem weiter. Also bis zu einer gewissen Breite, der Schräge, ist alles okay. Habe ich mir fast gedacht. Aber das ist für mich sowieso eher uninteressant. Ich finde es eher gut, dass halt alles schön stabil ist. Eine schöne Tasche mit bei ist, wo man das unterbringen kann, wo man sich keine Sorgen machen muss. Schade, dass halt hier kein Schnellspanner hier oben dran ist, gleich für ein oder so ein Gerät mit Bias gleich, was man raufschieben kann, dass man auf eine Einviertel- oder Dreiviertel-Schraube kommt oder so. Also auf diese ganz normale vom Stativ, ja, wie halt vom,
von jedem anderen Stativ oder Kamera oder Schnellverschluss kennt, diese Einviertel- oder Dreiviertelschraube, dass da hier irgendwie ein Adapter mit bei ist, was man drauf macht und dass man oben gleich auf eine Dreiviertel kommt, um für einen Schnellverschluss oder so. Das finde ich sehr schade. Hier ist leider nur für Handy dran gedacht oder halt, wenn man es als Licht braucht. Hier seht ihr das dann praktisch. Ja, für den Blitzschuh. Und dann haben wir hier unten eine Schraube. Ich denke mal zum Festmachen. Ja. Damit machen wir das fest. Und dann können wir praktisch hier auch wieder mit einem Schwanenhals praktisch das Handy hochkant oder längs machen. Ja, da seid ihr denn. Bei uns geht es ja gleich ums Licht. Kamera mit Handyhalterung brauche ich nicht testen. Das ist eher uninteressant für mich. Schwanenhals ist auch uninteressant. So. Und was sagt die Anleitung? In der Anleitung heißt das, wie heißt denn der Aufsatz da? Die Nummer 2. Heiße Stiefel, Kartenmund. Ah. Und im Englischen? Hot Boost Card Mount. Also der Blitzschuh. Heiße Stiefel, Karte, Mund. Ich zeige euch das auch nochmal. Mal kurz warten, bis es hier zoomt. Ich hoffe, man kann es sehen. Jetzt müsste doch. Heiße Stiefel, Kartenmund. Aber hier ist halt auch wirklich nur was die Schalter machen erklärt. Wie viel Strom und Watt und der Schwanenhals halt. So, da bin ich mal gespannt. Jetzt machen wir mal das Licht rein. Also was gut ist, dass halt ein komplettes Stativ mit bei ist. Ja, und man kann halt diesen Blitzschuh-Adapter halt extra kaufen, aber da kommen, wie gesagt, ich werde euch den mal in die Videobeschreibung verlinken, wenn ich euch zwei drin machen, könnt ihr euch angucken, ich habe welche sehen für 9 Euro noch was und für 10 Euro, für 11 noch was und so, für 10 noch was habe ich, nee, 10 Euro war nicht, 9 noch was, 9,99 und 11,99, ich packe euch die mal unten in die Beschreibung, könnt ihr euch angucken, das wirkt massiv, es ist halt nur Plastik. Auch das ist Plastik. Ja, dann müsst ihr mal wiegen, wie schwer eure Kamera ist. Also ich würde nicht allzu schwere Kameras drauf machen, um auf Nummer sicher zu gehen. So, aber nichtsdestotrotz fangen wir mal an. Wir machen jetzt erstmal Strom. Oh, blau. Und das auch noch ganz hell. Wir machen mal blau, oh. Ganz dunkel. So, dann gehen wir jetzt einfach mal, oder ich mache mal noch ein Stück heller. Ich gucke aber dann zu euch, damit ihr die Farbe besser sehen könnt. So. Ein Stück tiefer machen. So. Und wenn man hier leicht dreht,
Ihr seht schon, dass es jetzt ein bisschen dunkler ist. Jetzt kommt der erste Widerstand, jetzt geht es ins Gelbe. Also es klackt nicht oder so, aber man merkt, dass das Rad halt so einen kleinen Widerstand hat. Und jetzt drehe ich mal schneller. Und jetzt sind wir im gelben Bereich. Finde ich angenehmer, vielleicht so eine Mischung aus Gelb, so mit ein bisschen so Weiß, mit ein bisschen Gelbstich. So, so das wäre jetzt mein angenehmes Licht. Für euch sieht das jetzt gerade nur weiß aus. Für mich hat das einen angenehmen Gelbwert. Können wir noch ein bisschen mehr Gelb reinmachen. Finde ich jetzt vom Optischen, finde ich das schöner. Und weil dieses weiße Licht und dieses blaue Licht, davon kriege ich Kopfschmerzen. Kann ich nicht ab. So. Jetzt werden wir das mal wieder volle. Oh. Machen wir mal aus wieder. Stromkabel ist auch lang genug. Wir haben hinten, ich werde euch auch gleich noch die Rückseite zeigen. Wir haben hinten auch noch diese 1/4, 3/4 Schraube. Ich komme nicht auf den Namen, ey. Ich vergesse das jedes Mal. Ich habe das ja noch offen hier mit dem Ding. Das ist eine 1/4. Mit 1/4 Blitzschuh. Nee, 1/4 Blitzschuh. Kugelkopf mit 1/4. Also ne, Kugelkopf mit 1/4 und Blitzschuh. Gut. Also der Befestigung unten ist Blitzschuh und die Schraube ist eine 1/4 Schraube. Also 1/4. Ich verwechsel das immer. Ich sag mal ein Drittel oder so. Kann sich ja keiner merken, ey. So. Jetzt drehe ich euch das mal. So. Und ich zoome euch mal noch ein Stück ran. So. Damit ich euch das ein bisschen besser zeigen kann. Und zwar haben wir praktisch jetzt, hier ist der Stromanschluss, hier kommt das Stromkabel rein. Hier haben wir an und aus. Hat auch einen schönen Druckpunkt, geht auch gut. Und dann haben wir hier 1 und 2 3/4 Schrauben. 1/4 Schrauben. Also wie ihr halt vom Stativ her kennt, warum die jetzt auf der Rückseite sind, kann ich euch nicht mehr beschreiben. Also ich wüsste jetzt nicht, dass es halt praktisch ein L-Stück gibt, was man hier praktisch festschraubt, was dann halt hochgeht und bis hier und dass man dann hier oben Kamera aufsetzen kann. So ein L-Gewinde, L-Winkel mit einer oder zwei 1/4 Schrauben ist mir jetzt nicht bekannt. Müsste ich mal googeln, ob es da vielleicht was gibt, weil dann wäre auch die Möglichkeit, das halt so festzuschrauben und dann halt hier oben da drauf. Müsste man mal gucken. Sonst alles sehr gut verarbeitet. Ich habe keine scharfen Ecken oder Kanten festgestellt. Ich habe das komplett abgetastet. Preis-Leistung finde ich super. Obwohl ich halt sehr schade finde, dass der Aufsatz für eine normale Kamera nicht mit bei ist. Das müsste man beim nächsten Modell vielleicht ein bisschen verbessern, dass da für normale Kameras auch dran gedacht wird. Es ist komplett, ihr bekommt ein komplettes Stativ mit bei, was etwa 1,90 hoch ist. Also ich bin 1,80 und das ist ein Stück mehr gewesen. Ich konnte aber dann halt schlecht messen mit meinem Maßband. Ist so um die 1,90. Aber ihr könntet auch dann jederzeit hier schnell demontieren. Ja. Und verstecken. Also wenn ihr so wie ich wenig Platz habt, weil mein Essbereich auch gleichzeitig ja der Unboxing-Bereich ist. Und der muss ja frei sein, wenn wir dann Abendbrot essen wollen oder Mittag essen wollen. Ja, dann einfach das wieder alles schön zusammenpacken hier. Schön in die Tüte rein. Findet sehr schön, dass wir hier so eine schöne Aufbewahrungsbox bekommen. Da dann am besten das nochmal umdrehen. So. Also am besten so schräg machen, das Licht, damit halt das für das Stativ halt in die Ecke kommt. Dann können wir, also kommt da rein, dann können wir die Handyhalterung mit reinmachen und den Stromkabel mit reinmachen und den Zack. Stativ können wir in die Ecke stellen. So, Nummer 1. Jetzt machen wir das Stativ noch zusammen. Also ihr müsst das halt, ich zeige zum Stativ kommen wir auch noch, dann wir weg, oh hier oben ein bisschen mehr zeigen. Ihr könnt das Stativ,
mit einer Schraube hier festschrauben. Ja, ich mache die jetzt mal lose. So, jetzt ist er lose. Und ihr könnt praktisch das Stativ richtig flach auf den Boden auflegen. Ich mach mal so, dass ihr den Boden seht. Macht sich besser. So, könnt ihr praktisch richtig flach auf den Boden auflegen lassen. Dann habt ihr natürlich mehr Stand. Ja, aber ihr kommt nicht auf die 1,90. Ich glaube, keiner will auf 1,90 kommen. Also könnt ihr das so machen. Ihr könnt das aber auch so. Und dann halt ist das steilste. Mehr geht nicht. Und dann am besten festschrauben, logischerweise mit der Schraube. Und wenn ihr zusammenschraubt, so, dann machen wir hier mal das alles wieder runter. So. Zack, hoch. Und schon ist es wieder zusammen. Und ihr habt ja praktisch, ich mache das nochmal kurz ein bisschen auf für euch. So. So, ihr habt hier praktisch 1, 2, 3 Gewindeschrauben. Wenn ihr die dann halt lose macht, haben wir einmal ein dickeres Rohr. Und das verjüngt sich dann natürlich nach oben. So. Und dann haben wir hier noch ein etwas dickeres, aber halt schon ein bisschen schmaler. Warte mal, nee, das hatte ich zuerst. Ja, das ist jetzt genau. Das schrauben wir zu. So ein bisschen durcheinander, dann schauen wir das mal lose und da ist es dann schon ein bisschen dünner. Auch auf oben auf dem Stativ, ja, einfach dann wieder zusammengeklappt, so, Schraube festgeschraubt, ja, haben wir oben eine, ich hoffe ihr könnt es sehen, eine 1/4 Schraube. Wo man halt auch zum Beispiel direkt eine Kamera rauf machen könnte. Man kann sie dann aber nicht justieren oder so. So, dann packen wir das mal wieder weg. So, da, Preis-Leistung, muss ich sagen, ist echt top. Dafür, man kauft ein Ringlicht und man kriegt ein Ringlicht. Man kriegt ein komplettes Stativ mit dazu. Ja. Das Einzige, wie gesagt, das Einzige, was ich als Manko empfinde und was ich schade finde, ist, dass keine Halterung für normale Kameras mit bei ist oder irgendwie angebaut ist, dass man halt normale Kameras nutzen kann. Aber sonst kann ich da echt nicht meckern. Wirklich nicht. Licht ist hell. Sehr hell, man kann schön dimmen, man hat drei Farben, das ist gelb, wie ihr kennt, weiß und ja, weiß mit einem Blaustich. Und ja, wenn ihr da noch Fragen habt, einfach in die Kommentare. Der Schwanenhals, wie gesagt, habt ihr gesehen, der ist jetzt, das war mir aber von vornherein klar, dass der das Gewicht, wenn du das immer so hältst, nur bis zu einem gewissen Grad halten kann. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.